und versucht immer, jedes Training sein Bestes zu geben, jede Übung wirklich versucht, das Beste zu machen, um sich weiterzuentwickeln. Und das war immer meine Einstellung, das habe ich immer versucht. Meine Frau immer vorgeschwärmt, jeden Abend, als ich vom Training nach Hause kam, habe ich gesagt, Gunnar, du kannst dir nicht vorstellen, wie der Philipp Lahm trainiert, wie der Fußball spielt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er war in jedem Training vorbildlich. Er hat immer fokussiert trainiert. Er hat nie Mist gemacht im Training. Er hat nie irgendwas gemacht. Da war nichts dran auszusetzen. Er war voll fokussiert und war in jedem Training ein absolutes Vorbild. Und in jedem Spiel hat er überragend gespielt.